Er hat wirklich ein Video, das heißt zu den Waffen, Freigabe jetzt. Waffenfreigabe jetzt. Es muss sein. Ja, liebe Freunde, die Zeiten haben sich geändert. In der Welt wird es immer unsicherer. Und das betrifft leider auch Deutschland. Es wird krass. Habt ihr schon mitbekommen, wie viele Ausländer in Deutschland leben? Mein lieber Scholli, als ich das gehört habe, wollte ich mich auch bewaffnen. So wie dieses Video. Ich dachte, das wäre Deutschland. Aber es sind ganz schön viele Ausländer hier. Jo. Ja, das wird mich wieder mal zur Zielscheibe des Hasses machen. Aber das bin ich mittlerweile gewohnt. Ja, die Linken hassen mich, weil ich Wege gefunden habe, die Bürger mit starken, jedoch frei verkäuflichen Waffen auszurüsten und damit auch noch Geld verdienen. Ja, die Rechten hassen mich. Die Rechten hassen dich nicht. Das ist dieses dumme Gelaber aus der Mitte, Jörg Sprave. Das kannst du deiner Oma erzählen. Und noch nicht mal die würde das glauben, weil deine Oma wahrscheinlich selbst Nazi gewesen ist. Wie alle unsere Omis wahrscheinlich. Aber Rechte hassen dich nicht. Rechte hassen dich überhaupt nicht. Rechte lieben dich. So, ist kein halbes Jahr her, da hat irgendeiner mit einer Armbrust auf Ausländer geschossen. Mit einem fucking Rechtsrock-T-Shirt. So, Rechte hassen dich nicht. Rechte lieben dich für deine Rabattaktionen. Weil ich die Ukraine unterstütze, mit Ausrüstung und Geld und weil ich Putin-Gegner bin. Mein letztes Video? Wenn das alles ist, was Rechte an dir scheiße finden, dann hast du echt einiges richtig gemacht im Leben, ne? Ja, wo ich ein Pickup für die ukrainischen Truppen gespendet habe, das hat mir sogar Morddrohungen eingebracht. Ja. Sogar die meisten Waffenbesitzer hassen mich, weil sie glauben, ich wäre eine Waffengesetzverschärfung auf zwei Beinen. Aber jetzt wird es noch viel schlimmer werden. Naja, und noch mehr Drama in my life. Immer her damit. Ich habe ein breites Kreuz. Ja, ja. Du hast überhaupt keine Ahnung. Du hast überhaupt keine verfickte Ahnung. Du bist ein verfickter Millionär, der Waffen an Nazis verkauft. Du hast überhaupt keine Ahnung, was das heißt, Repressalien zu erleiden. Überhaupt keine. Kommen wir zur Sache. Es geht um unsere Sicherheit. Und natürlich um Waffen. Das Deutschland, in dem ich aufgewachsen bin, das war immer ein sicheres Land. Die Polizei, die hatte eigentlich alles im Griff. Und selbst den Terroristen der RAF konnte schnell der Garaus gemacht werden. Die haben sich nicht lange halten können. Das waren auch die einzigen Terroristen in den letzten 40 Jahren, die RAF, ne? Auf 50, 60 Jahren. Es ist die RAF gewesen, die waren das. Spiegelt sich auch glücklicherweise in den Kriminalstatistiken wieder, dass die RAF die gefährlichste kriminelle Organisation terroristischer Natur gewesen ist. Nee, warte mal, das stimmt ja gar nicht. Das ist ja auch einfach gar nicht richtig. Schade, aber pass besser in die Erzählung, ne? Diese verdammte RAF. Die Grenzen waren dicht, die Atommächte waren im Pattzustand und die Städte waren friedlich. Trotzdem waren die Deutschen gut bewaffnet. Ja? Man konnte sich scharfe Schrotflinten und Winchester-Unterhebelrepetiere einfach so bei Quelle bestellen. Ja, so wie das heute bei Amazon wäre, wenn die sowas verkaufen dürften. Ja, das hat so ziemlich jeder gefühlt auch gemacht. Besser haben und nicht brauchen. Als andersrum, es galt schon damals. 72, ich war 7 Jahre alt und las bereits begeistert das deutsche Waffenjournal, DWJ. Da änderte sich das. Man brauchte plötzlich ein Bedürfnis, auch für solche Waffen. Und die Selbstverteidigung, die war kein solches Bedürfnis. Luftgewehre durften ich nur noch für Spatzen gerne. Gefährlich sein. Und Opa fast wollte sein geliebtes Coolio. Abgeben. Viele fanden das blöd, ich auch. Aber gut, im sicheren Nachkriegsdeutschland brauchte man eigentlich keine Selbstverteidigungswaffe. Es passierte ja nichts. Ja, haben wir halt Armbrüste und schlappe Luftgewehrkniften gekauft. Die machen auch Spaß. Naja, wenn auch die damaligen Modelle, Zwinker, Zwinker, zum Selbstschutz eher ungeeignet waren. Ja, unsere Sicherheit, die war ja nicht gefährdet. Aber heute ist das leider anders und es wird immer schlimmer. Ja, jetzt kommt ich ficke auch gerne. AfD-Gelaber. Fremdenfeindlich, die Runde. Stay, klare Ansage, Jörg Sprache, Reichsbürger, Blackout, anderer Unsinn. Ich ficke auch gerne. Aber das stimmt nicht. Ich bin nicht fremdenfeindlich. Ich bin nicht fremdenfeindlich. Ich bin nicht frettchenfeindlich. Ich bin nicht ich habe keine Fratulenzen. Meine eigene Ehefrau ist Migrantin. Ach Gott, ja dann, wenn das doch einer gewusst hätte vorher. Wenn das doch einer gewusst hätte vorher. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da habe ich mir ganz kurz Sorgen gemacht. Aber die eigene Ehefrau ist Migrantin. Hast ja, Glück gehabt, mein lieber Scholli. Ja, dann ist ja klar. Dann kann der ja gar nicht fremdenfeindlich sein, ne? Glück gehabt. Glück gehabt. Ich habe schon Sorge gehabt. Ich hatte schon Sorge. Und Passdeutsche. Was für ein furchtbarer Begriff. Mir ist natürlich klar, dass wir Zuwanderung brauchen. Ja, wer soll unsere Renten bezahlen?
Die Kinder, die wir nicht gemacht haben? Nee, die scheiß Ausländer sollen das bitte machen. Das ist meine Meinung. Entschuldigung, dass ich jetzt hier ein bisschen populistisch werde, aber ich bin ja auch für Einwanderung. Aber nur arbeitswillige Einwanderer. Nur arbeitswillige weiße Ausländer sollen mir bitte die Rente bezahlen. Wer soll das denn machen? Die Kinder, die wir nicht haben? Deutschland fickt doch nicht mehr seit 30 Jahren. Deutschland fickt doch gar nicht mehr untereinander. Deutsche an den Schwanz. Wir müssen unsere Rente sichern. Ich bin auch nicht gegen das Asylrecht. Gab es schon mal so eine Offensive für deutsche Kinder? Wann war denn das? Wann waren die SS-Fick-Offensive? Ach ja, jetzt habe ich selber gesagt, waren Nazis, ne? Naja, gut. Natürlich müssen wir bedrohte Menschen aufnehmen. Ich liebe ein geeintes Europa und ich liebe die offenen Grenzen. Mein Vater, der musste seinerzeit noch zittern mit dem Koffer voller Weinflaschen an der österreichisch-deutschen Grenze. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Das liegt jetzt hinter uns, glücklicherweise. Ich habe auch gar nichts gegen fremde Kulturen. Döner sind zwar nicht so mein Fall. Das ist auch, fremde Kultur ist gleich Döner, ne? Ich bin für andere Kulturen. Döner mag ich gerne. Ich finde andere Kulturen sehr nett. Ich esse gerne mal so eine Asia-Nudelfanne. Ich liebe fremde Kulturen. Pizza Hawaii mag ich sehr gerne. Fremde Kulturen sind quasi eins mit mir und meinem Magen. Aber immer nur Bratwurst Pommes kann es ja nun auch nicht sein. Ne? Spaß beiseite. Ich weiß natürlich, dass Kultur nicht beim Essen endet und ich weiß. Dankeschön. Ich weiß auch, dass man sehr wohl jeden Tag Bratwurst und Pommes essen kann. Ich stelle hier keine Forderung nach Grenzschließung und Änderung der Asylregeln auf. Darüber sollen andere befinden. Das ist nicht meine Kompetenz. Ich kenne mich mit Waffen und dem Waffenrecht aus. Nur darum geht es in diesem Video. Das schließt aber leider die nüchterne Betrachtung unserer Sicherheitslage ein. Krisen, ich kann es schon nicht mehr hören, die schütteln uns durch seit über 20 Jahren. Der 11. September, die Finanzkrise, Syrien, Afghanistan, die Pandemie, der Ukraine-Krieg und immer wieder das Klima. Alle diese Krisen haben heftige Konsequenzen. Enorme Flüchtlingsströme, eine extrem teure Energiewende, Inflation, Aufrüstung, Radikalisierung überall, Ghettobildung, Wohnungsnot, steigende Kriminalität und explodierende Gewalt. Ghettobildung, Wohnungsnot, ich steigende gerne. Moment mal. Wollt ihr mir etwa sagen, dass wenn mehr Zuwanderer ins Land kommen, dass dann auch mehr Zuwanderer Tatverdächtige werden? Mein lieber Scholli, diese Statistik, die überhaupt noch gar nicht vollständig ist, hat ja mal absolut überhaupt keine Aussagekraft. Da hat jemand die Statistik nicht verstanden. Ist ja meistens so mit Statistiken, ne? Aber er kennt sich halt auch mit Waffen aus und nicht mit Statistiken. Das ist in etwa so, ihr müsst euch das so, wir machen eine Fußballmetapher, okay? Fußballmetaphern sind für den Deutschen immer recht gut zu verstehen. Diese Grafik als Fußballmetapher, yours truly, courtesy of yours truly. Wenn ihr jetzt eine Fußballmannschaft habt, in der 11 Deutsche spielen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Deutscher ein Tor schießt, relativ hoch. Wenn du jetzt aber aus der Startmannschaft 5 Deutsche rausnimmst und 5 Ausländer reinpackst, dann steigt mit der Anzahl der Ausländer auch die Anzahl der Tore, die potenziell durch Ausländer geschossen werden können. Ne? Versteht ihr das? Statistik durchgespielt. Wenn keine Ausländer in der Mannschaft sind, dann kann auch kein Ausländer ein Tor schießen. Wenn Ausländer in der Mannschaft sind, dann können die auch ein Tor schießen. Und das ist diese Statistik. Ne? Wir haben einen Zuwachs an Zuwanderung und damit auch einen Zuwachs an Straftaten mit tatverdächtigen Zuwanderern. Das ist absolut nicht aussagekräftig über das Potenzial oder die Kriminalität von Menschen mit Migrationsgeschichte. Absolut gar nicht. Es ist eine nichtssagende Grafik, die einfach existiert. So, diese Grafik benötigt es gar nicht. Das ist so unnötig. Rechtspopulisten können damit arbeiten. Rechtspopulisten stellen sich hin und sagen, seht ihr? Die Anzahl der Straftaten, die ist gestiegen, seit Ausländer da sind. Das steht da gar nicht. Da steht Entwicklung, Zuwanderung, polizeiliche Vorgänge, in Klammern Straftaten, mit tatverdächtigen Zuwanderern. Zuwanderer sind tatverdächtig. Das heißt, sie sind noch nicht mal Täter. Die sind tatverdächtig. Und die Anzahl der Tatverdächtigen steigt natürlich mit der Anzahl an Zuwanderern. Ne? Intersektional betrachtet bedeutet das, dass Menschen, die armutsbetroffen sind, natürlich auch häufiger Tatverdächtige werden in kriminellen Handlungen. Und dann nehmen wir noch so eine Prise, so eine kleine Prise. Wir müssen aufpassen. Wir müssen wirklich nur eine kleine Prise nehmen. Es ist eine kleine Prise. Es ist so dieses letzte bisschen, diese kleinste Prise an Rassismus, die wir auch noch innerhalb unserer Polizeibehörde haben und stellen fest, Moment mal, kann es vielleicht sein, dass Menschen, die nicht weiß sind, häufiger tatverdächtig werden? Verdammte Scheiße, das kann nicht sein.
Dazu, mehr Migrantinnen werden hier dreckig behandelt und leben in Armut. Menschen in Armut begehen allgemein auch Deutsche mehr Straftaten. Roman, Intersektionalität, da sind wir noch lange nicht. Hör auf mit deinem intersektionalen Gelaber hier, als ob Armut irgendetwas mit Straftaten zu tun hätte. So ein Schwachsinn. Das liegt an der Hautfarbe. Woran denn sonst? Hey, mir hier zwei Deutschen anschaue und Ausländer, da sehe ich auf den ersten Blick nur einen Unterschied. Hautfarbe. Interessanter Aspekt, da sollte man mehr zu recherchieren. Ich bin da schon mit meinen Kameraden dran, Roman. Du kannst sehr gerne in den Arbeitskreis Volksfront. Kannst du sehr gerne mit einsteigen. Kriminalität und explodierende Gewalttaten. Ich will hier gar nicht auf jeden einzelnen Punkt. Die AfD Nordrhein-Westfalen hat heute eine interessante Anfrage gestellt. Die AfD Nordrhein-Westfalen hat die Chance gewittert, mal wieder so richtig schön gegen Ausländer zu hetzen. Und dann haben sie eine Anfrage gestellt ans Innenministerium. Sag mal, wie viele antisemitische Straftaten gab es eigentlich im letzten halben Jahr? Und wer hat die was sind die Vornamen? Ja, hat sich herausgestellt, dass 95 Angriffe auf JüdInnen in Deutschland stattgefunden haben oder in Nordrhein-Westfalen stattgefunden haben. Naja, und die allermeisten Tatverdächtigen sind rechtsextreme Deutsche. Tja, schade, AfD. Das hat sich jetzt, also man hat wirklich einfach noch eine Weile dauern und dann nochmal nachfragen. Vielleicht können die Hamas-Anhänger aufholen. Ne? Vielleicht holen die auf. Aber bislang bleibt Deutschland immer noch Antisemitismus-Weltmeister. Holy! Holy, Antisemitismus ist schon immer eine deutsche Sache. Holy, holy, holy. Wir lassen uns doch von den Ausländern nicht den Antisemitismus nehmen. So ein Schwachsinn. Das können wir Rechtsextremen besser. Weltmeister im Antisemitismus, immer noch. Schwachmaten, ey. So eine peinliche Witzfigurenveranstaltung. Ja? Eingehen. Ihr könnt das alles selbst nachlesen. Zum Beispiel im Bericht des Verfassungsschutzes, erschienen vor 2 Monaten. Oder ihr schaut die Nachrichten. Selbst im öffentlich-rechtlichen TV könnt ihr das verfolgen. Tagesschau Clankriminalität. Ist auch gut, wenn man mit solchen populistischen Begriffen, die erschaffen worden sind, um Ausländerhass zu erzeugen, arbeitet. Also sauber recherchiert. Von den sehr viel deutlicher werdenden alternativen Medien. Ich muss schon wirklich sagen, das ist schon wirklich ein journalistisch hochgradig sauber recherchiertes Meisterwerk hier von Jörg Sprave. Der hat einfach eingegeben, Clankriminalität von news.de, also der Seite von Julian Reichelt. Wir sprechen hier über die Seite, die noch rechtspopulistischer ist als fucking Bild. Wir sprechen von News. Der Seite, die Ausländer vor Zahnarztpraxen fragen, ob sie mal ihre Gesundheitskarte in die Kamera halten können und dann einen Daumen nach oben machen. Wir sprechen von der Seite. Und Jörg Sprave sucht nach news.de, Clankriminalität, klickt auf Bilder, packt das in sein Video und denkt damit Waffen verkaufen zu können. Und jetzt kommt der Witz, Freunde. Jetzt kommt der Witz. Die Pointe kommt. Es funktioniert. Das ist die Pointe. Die Pointe ist, es funktioniert. Mal ganz abgesehen. Es ist dermaßen unsicher geworden in Deutschland, dass uns der Staat nicht schützen kann. Und das nicht einmal mehr will, könnte man machen. Finde ich jetzt nicht so lustig. Pointen müssen auch nicht immer lustig sein, ne? Ansonsten wird ja mein Stream ja gar nicht funktionieren. Wenn jede Pointe nur gut wäre, wenn sie witzig wäre, wie soll ich dann fortexistieren? Ja, Schwachsinn. Pointen müssen nicht lustig sein, ne? Aber ich finde das witzig. Stell dir vor, du bist halt so kümmerlich in deiner Birne, dass du dir so ein Video anguckst, wo so ein glatzköpfiger Trottel einfach ein paar Bilder sucht. Auf fucking Google, also der gibt einen Begriff ein und klickt auf Bilder, packt das in sein Video und sagt, da müsst ihr euch selber ein Bild drüber machen. Kauft meine Waffen. Und die Leute denken sich, ja, jetzt ist natürlich auch mal für mich Zeit, dass ich mir eine Waffe kaufe. Ich finde das schon ziemlich witzig, muss ich sagen. Ich finde das schon ziemlich witzig. Einen. Der SPD-Minister Heiko Maas sagte schon 2015 wörtlich, in unserem Grundgesetz steht ein solches Grundrecht auf innere Sicherheit nicht. Tja, aber selbst wenn der Staat uns schützen will, und daran glaube ich eigentlich noch immer, kann er das auch? Ich glaube das nicht, weil ansonsten würden keine Nazis im Bundestag sitzen. Ja? Ich weiß nicht, aber mein Vertrauen zum Rechtsstaat und zum Staat selber, zur Regierung, ist immer so ein bisschen getrübt. Seit 2017. So seit 2017 gucke ich mir den Bundestag an, ich sehe, dass da Nazis sitzen und denke mir, I don't know.
I really don't know. Und ich dachte, ich könnte damit leben, wenn die demokratischen Parteien die einfach so stiefmütterlich behandeln würden und zur Seite drängen, nichts mit denen zu tun hätten und so, ne? Aber die reisen ja auch zusammen. Die kumpeln ja zusammen ab. Fucking SPDler und AfDler kumpeln auf Reisen nach Paris. Am Eiffelturm. Und Herr AfDler, ist schön hier am Eiffelturm, oder? Nach Frankreich fahre ich nur auf Ketten. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Wie soll man Vertrauen in den Rechtsstaat haben, wenn das die Realität ist? Ich weiß es nicht. Auch leisten angesichts der vielen Bedrohungen? Ja, der Medvedev, ehemals russischer Präsident und noch immer sehr gut eingebunden, droht mit Raketen auf Berlin. Clankriminelle pfeifen auf unseren Rechtsstaat. Messerstecher rennen mit Macheten durch unsere Städte. Islamisten bereiten Angriffskriege vor. Und selbst der Mossad kriegt davon nichts mit. Wie soll unsere arme, ausgedünnte, unterfinanzierte Polizei uns schützen? Die Bundeswehr? Keine Ausrüstung, keine Waffen, keine Munition. Dank einer aberwitzigen Bürokratie. Und dann werden es natürlich Trottel mit Armbrüsten schaffen, ne? Ja. Jörg Sprabe, da hast du natürlich recht, ne? Also wenn wir Deutschland verteidigen, dann wenn Trottel mit Armbrüsten rumlaufen. Da hast du absolut recht. Unsere Rettung, glücklicherweise. Glücklicherweise haben wir immer noch Vollidioten Mitte 50 mit Armbrüsten. Großartig. Das ist die Verteidigungsfront. Armbrüste! Huscha! Ist dann wie Herr der Ringe, stellt er sich das vor. Dass da einfach so ein paar Vollidioten mit Rechtsrock-T-Shirts mit Armbrüsten in der Hand stehen und Deutschland verteidigen. Du spinnst doch. Können selbst 100 Milliarden an geliehener Kohle, ja Sondervermögen, daran so schnell nichts ändern. Die Beschaffung, ja, die wird Jahre dauern. Was machen wir denn, wenn russische Cyberkriminelle unsere Netze lahmlegen, wie unsere eigene Regierung befürchtet? Wenn auch in Deutschland die Islamisten... Das ist übrigens, ne, wenn sich eine Regierung auf etwas vorbereitet, dann fürchtet sie es auch. Und das ist automatisch wahrscheinlich. Hat ja beim Blackout auch funktioniert, ne? Weil unsere Bundesregierung vorbereitet ist auf Blackout-Situationen, ist der Blackout automatisch wahrscheinlich und wird auf jeden Fall innerhalb der nächsten 2 Wochen eintreten. Wo ist denn eigentlich der Blackout? Ich dachte, der sollte jetzt kommen. Der sollte doch schon vor einem Jahr, sollte doch schon alles dunkel sein, oder? Und plündernde Herden von Ausländern über die Straßen ziehen. Der kommt noch, ja. Ich hoffe nur, der kommt nicht zeitgleich mit dem russischen Cyberangriff. Weil dann wären wir ja wirklich gefickt. Stellt euch mal vor, die einzigen, die noch Strom hätten, wären die Russen, die auf unseren Servern rumeiern, während bei uns alles dunkel ist. Mein lieber Scholli. Also da bin ich dann aber auch froh, dass wir 55 besoffene Idioten mit Armbrüsten haben, die dann in Reihe stehen. Extremisten zum Angriff übergehen, so wie in Israel. Wenn sich unsere ureigenen Extremisten von links und rechts auf einmal nicht mehr nur mit Steinen und Eiern bewerfen. Was, wenn dem Staat das Geld ausgeht und viele arme Menschen sich keine Wohnung und kein Essen mehr leisten? Was du aber auch nicht so ganz verstanden hast, ist, dass unsere Extremisten von links meistens nur gegen die Extremisten von rechts kämpfen. Ne? Also das ist auch so eine Geschichte. Ne? Wenn der Rechtsstaat versagt, einer muss es ja machen. ...leisten können. Oder, schlimme Vorstellung, wenn die Amerikaner keinen Bock mehr haben, die NATO zu finanzieren und der Krieg dann zwangsläufig noch viel näher rückt. Undenkbar, sagen jetzt viele. Totaler Quatsch, meinen sie und rufen. Panikmache! Ja, aber vor 2014, da konnten sich die Ukrainer auch nicht vorstellen, vom Brudervolk Russland angegriffen zu werden. Bist du bescheuert oder was? Also es tut mir sehr leid, aber da ist halt geopolitisch überhaupt kein Wissen vorhanden. Also um das mal kurz umzudrehen, doch, konnten sie. Konnten sie. Ne? Die sogenannte Osterweiterung der NATO ist übrigens begründet darauf, weil ganz, ganz viele ehemalige Warschauer Paktnationen sich gedacht haben, also, ich könnte mir das schon vorstellen. Georgien kennt Jörg Sprabe nicht. Georgien ist ja auch Schwachsinn, ne, was da 2008 war Finanzkrise. Da hatten wir alle keine Zeit, um nach Georgien zu gucken. Vor 2014 konnte der Ukrainer sich nicht vorstellen, von Russland angegriffen zu werden. Die hat das komplett aus dem Nichts getroffen, die Ukrainer. Das konnte keiner ahnen. Die Israelis haben auch nicht damit gerechnet, an einem Feiertag. Hallo, der Mann ist Experte, seine Frau ist Ukrainerin. Der wird wahrscheinlich seine seit 20 Jahren in Deutschland lebende ukrainische Frau gefragt haben. Sag mal, konntest du eigentlich damit rechnen, dass die Russen 2014 in Richtung, du weißt schon, nee, überhaupt nicht. Mit Tausenden von Raketen beschossen zu werden.
Ja, schon wird der Angriff auch in deutschen Innenstädten beklatscht. Ja, und Süßigkeiten werden dazu gereicht. Nichts ist heutzutage undenkbar. Ich hoffe und glaube, dass wir vor einer ganz großen Katastrophe stecken beklatscht. Ja, und Süßigkeiten werden dazu gereicht. Nichts ist heutzutage undenkbar. Ich hoffe und glaube, dass wir vor einer ganz großen Katastrophe, Bürgerkrieg, Invasion, Blackout, schwarzer Tod 2.0, verschont bleiben werden. Gott sei Dank. Aber unmöglich ist das alles nicht. Gerade heutzutage nicht mehr. Ja, was dann? Wir werden uns dann selbst schützen müssen. Aber mit Armbrüsten, ne? Mit Armbrüsten, die so im 3-Meter-Bogen schießen. Kameraden, die Russen greifen an! Kein Problem. Wenn Bundesliga vorbei ist, hole ich meine Armbrust und dann geht's raus auf die Straße, Freunde. Ne? Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass solche Videos sehr, sehr sinnvoll sind, weil wenn es eins gibt, was wir noch brauchen, dann sind das mehr Deutsche, die besoffen auf Ausländer schießen mit Armbrüsten. Das war schon eine lustige Aktion am Bahnhof. Nee, war, Entschuldigung, schade, ich hab schon wieder um, das war nicht lustig, ne? Das war nicht lustig, Moment mal. Das war ja einfach ein Rechtsextremist, der versucht hat, Menschen zu töten. Ah ja, okay, naja gut, never mind, ne? Passiert schon mal. Ne? Diese verdammten Linksextremen. Wie? Mit Luftgewehren unter 7,5 Joule vielleicht? Oder mit nutzlosen Gaspistolen, für die man nach dem Willen von Nancy Faeser vor dem Kauf demnächst mal erst den Idiotentest ablegen muss? So wie so ein Junkie, der seinen Führerschein zurückhaben will? Ein Junkie, der seinen Führerschein zurückhaben will. Eieieiei. Jeder Haushalt in Deutschland muss sich jetzt Gedanken machen über die Sicherheit. Ich verstehe jeden, der zumindest eine halbwegs brauchbare Waffe besitzen möchte. Natürlich kann ich dabei helfen. Hallo, ich bin Junkie und ich habe Führerschein. Ich finde den Junkie-Begriff so unendlich widerlich, weil der ist eigentlich eng verbunden mit Leuten, die auf der Straße betteln und denen man direkt ansieht, dass sie ein Suchtproblem haben. Und das sind Junkies für uns. Junkies sind keine selbstverschuldeten Suchterkrankten, sondern von der Gesellschaft zurückgelassene und an einem beschissenen Drogensystem gescheiterte Menschen. Das sind Menschen, die dringlichst Hilfe benötigen, und zwar systemische und gesellschaftliche Hilfe und keine Leute, die man verantwortlich machen sollte für ihre Situation. So, die Substanzen, die sich da reinballern, sind schwer suchterregend und die Probleme, die diese Menschen haben, die können nun mal nicht mit mehr Substanz gelöst werden. Da braucht es eine Gesellschaft, da braucht es eine Regierung, da braucht es ein System, das diese Menschen auffällt. Ne? Und sprachlich mit dem Begriff Junkie fangen wir diese Menschen nicht auf, sondern verurteilen sie weiter. Ne? Stigmatisierung innerhalb der Gesellschaft sorgt dafür, dass sie immer weiter in die Kriminalität rutschen müssen und dann gar nicht mehr rauskommen. Herzlichen Glückwunsch, das erreicht ihr, wenn ihr Leute Junkies nennt. Sein. Scheffel. Link im Text. Ich ficke auch Aber gerne. Eigentlich brauchen wir jetzt ein Waffengesetz, das zu unserer bedrohten Sicherheitslage passt. Die Regierung will aber das genaue Gegenteil. Will ein noch schärferes Waffenrecht. Nancy Faeser und die Ampelparteien tun so, als ob wir immer noch Friede, Freude, Eierkuchen hätten. Aber das ist vorbei. Und so schnell wird sich daran auch nichts ändern. Wacht mal auf da oben. Ja, Zeit wird's. Kommen wir jetzt also zum Kern der Sache. Zur Forderung nach einem ganz neuen Waffengesetz. Wie wir alle wissen, aus Ländern, die ein lockeres Waffengesetz haben als Deutschland, da gibt's keine Probleme, ne, mit Waffen. Das ist gut. Ja. Einfach auch mal die Augen nach Amerika richten und dann feststellen, Moment mal, da klappt das ja alles viel besser als hier. VDB hat die Kampagne Next Generation, Operation Reset gestartet und eine Fülle von knallharten Forderungen. VDB ist übrigens Verband Deutscher Büchsenmacher. Ist auch ein witziger Name, oder? Zum Thema Waffengesetz aufgestellt, die nun zweimal wöchentlich einzeln vorgestellt werden. Schockwelle nach Schockwelle. Oh Gott, ich muss hier gerade eine Pause machen. Ihr müsst diese Pause rausschneiden, weil ich ganz schnell pissen muss, wirklich. Es geht nicht mehr anders. Bereits veröffentlicht wurde unter anderem der Entfall des leidigen Bedürfnisprinzips. Ja, wer eine Schrotflinte oder eine Winchester besitzen möchte, der soll nach dem Willen des VDB und auch nach meinem Willen zwar weiterhin eine weiße Weste und auch einen Sachkundenachweis, soll den Waffenführerschein haben, aber warum er die Waffe möchte, das soll fortan... Ich fordere, dass ein Waffenführerschein auch ersetzt werden kann mit mindestens 5000 Stunden in Call of Duty oder vergleichbaren Kriegsspielen. Wenn man die auf Steam nachweisen kann, finde ich, braucht man auch keinen Nachweis. In meinen Augen. Seine Sache sein. So muss das. Kein verpiefter Schützenverein mehr
Und niemand muss mehr so tun, als wollte er süße Rehe abknallen, nur weil er eine... Oder drei Bierechsen wäre auch in Ordnung. Wenn jemand wirklich zügig drei Bierechsen kann, dann sollte er auch eine Waffe kriegen. Ist auch, finde ich in Ordnung. Waffe besitzen möchte. Ich bitte euch, unterstützt diese Kampagne. Sonst werden uns die wenigen Waffen, die uns heute noch zur Verfügung stehen, auch weggenommen. Drehen wir den Spieß um. Kämpfen wir für ein Recht auf wirksame Bewaffnung in diesen schwierigen Zeiten. Wie ihr das tun könnt? Ja, schreibt euch kostenlos für den Newsletter der Kampagne ein. Ne? Der Link ist unten. Es gibt sogar was zu gewinnen. Das kürzeste sportlich zugelassene AR-15. Vorhin schon mal geschrieben, dieser Verein schaltet auf Twitter gezielt Werbung unter Tweets über Israel-Palästina-Konflikt. Also wirklich, damit hätte keiner rechnen können. Also es schockiert mich schon so ein bisschen, ne? Es schockiert mich schon so ein bisschen, aber es überrascht mich nicht, weil Leute, die Waffen verkaufen oder die ein Interesse daran haben, dass die Bevölkerung sich bewaffne, die müssen natürlich mit Angst arbeiten. So, keine Ahnung, einem Bürger, den es gut geht, der denkt nicht daran, sich bewaffnen zu müssen. Deswegen macht Jörg Sprave ja auch die ganze Zeit Krisenvideos. Krise, 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 Angst, 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 Kriminalität überall und Ausländer auch noch dabei. Ja, herzlichen Glückwunsch, du musst deine Familie verteidigen. Wie machst du das? Mit einer Bestellung bei mir. Herzlichen Glückwunsch. Das ist das Konzept, so läuft das nun mal. Das ist am Ende des Tages kapitalistisches Marketing. Nutze deine Chance auf das kürzeste sportlich zugelassene AR-15 Deutschlands und mach mit. Du kannst eine AR-15 in Deutschland kaufen. Von Schmeißer. Bild. Diskutiert mit, nicht nur mit uns Unterstützern, tragt die Diskussion in die Öffentlichkeit. Wenn ihr noch kein VDB-Fördermitglied seid, tretet ein. 3 Euro im Monat für den einzigen Verband, der wirklich für die Rechte der Legalwaffenbesitzer eintritt. Das ist nicht zu viel, oder? Wann kommt denn eigentlich mal eine Richtigstellung von Jörg Sprave, der ja immer wieder behauptet, dass die Straftäter in Deutschland, die Waffengebrauch machen, ja alle die Waffen illegal benutzen. Wenn man sich dann die Attentate anschaut, die in Deutschland passiert sind und feststellt, Moment mal, das waren ja Jäger und Sportschützen, die hatten Waffen ja legal. Also wann kommt denn da eine Richtigstellung? In diesem Sinne, bleibt wehrhaft. Das war's für heute. Ja, bleibt wehrhaft gegen rechts. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Völker, hört die Signale auf zum Lärm.